Wenn man Lernen als mentale Rekonstruktion der Welt auffasst, beziehungsweise neurophysiologisch als den Auf- und Ausbau von Synapsen in neuronalen Netzen im Gehirn, dann ist klar, dass jede und jeder Lernende das nur selber machen kann. Gleichzeitig leben wir Menschen aber seit jeher in Gruppen zusammen, sind hochgradig soziale Wesen. Die Grundidee des selbstorganisierten Lernens ist also frei nach Montessori: Sie tun es selber, aber nicht alleine. Durch das Ausbleiben von Lehrervorträgen begeben sich die Lernenden unweigerlich in eine starke Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Anstelle von passivem Konsumieren tritt aktives Erforschen. Ich erhoffe mir davon eine nachhaltigere Wirkung des Lernens. Gleichzeitig bieten die Lernpartnerschaften und Coping-Gruppen den Lernenden Gelegenheit für Austausch und gegenseitige Unterstützung. Durch die unterschiedlichen mentalen Konstruktionen kommt es dabei zu De- und Rekonstruktionen der eigenen neuronalen Netze, kurz zu kooperativem Lernen. Auf der anderen Seite trainieren die Lernenden ihre überfachlichen Kompetenzen, indem sie die Verantwortung für ihr Lernen übernehmen dürfen. Je nachdem, was sie schon gut oder noch nicht so gut können, stellen sich ihnen in SOL echte Herausforderungen, zum Beispiel in Bereichen wie Zuversicht, Planung, Hilfe holen können oder Teamfähigkeit. Im Lösen von Problemen zeigt und entwickelt sich Kompetenz. Als ausgebildete FAGE werden die Lernenden oft alleine und hinter geschlossenen Türen Pflegeverrichtungen mit ihren Klientinnen und Klienten durchführen. Sie müssen dabei selbstständig die Qualität ihrer Arbeit kontrollieren, um zu unterstützen und keinen Schaden zuzufügen. Andererseits werden sie kooperativ in interdisziplinären Behandlungsteams arbeiten. Ausgeprägte Selbst-, Sprach- und Sozialkompetenzen sind in diesem Beruf die Voraussetzung für professionelles Handeln. Mit SOL können Sie die Lernenden im Unterricht trainieren. Die Lernenden erarbeiten sich die Fachinhalte selbst organisiert. Sie lernen selber, aber nicht alleine. Um sie zu unterstützen, habe ich einen Lernraum gestaltet, der stark von den Ideen von Andreas Seggessers selbstorganisiertem Lernen SOL inspiriert ist. Raum ist hier virtuell zu verstehen. Es handelt sich um eine optische Darstellung, die ich in Prezi gestaltet habe. Sie zeigt dieses Lernarrangement mit seinen unterstützenden Elementen und gleichzeitig die Rahmenbedingungen des Lernens. Drumherum sehen wir vier Elemente, die Einfluss auf das Lernen haben. Einerseits braucht Lernen Mut, weil wenn man etwas Neues lernt, dann kann man es ja noch nicht. Und dann ist es natürlich möglich, dass man es vielleicht nicht schafft oder nicht sofort schafft. Und da braucht es schon ziemlich Mut, sich darauf einzulassen. Deshalb ist es wichtig, eine Sicherungsleine dabei zu haben, die einem auffängt, wenn man mal strauchelt. Lernen braucht Kooperation. Weil wir eben hochgradig soziale Wesen sind, fällt uns auch das Lernen in Gesellschaft einfacher, wenn wir drüber sprechen, wenn wir zuhören, wenn wir gemeinsam Probleme lösen. Dann braucht Lernen auch Zeit. Die Hirnforschung und Lernforschung hat herausgekriegt, dass im Lerntempo Faktor 1 zu 9 herrscht, also die Der schnellste Lerner lernt etwas neunmal schneller als ein langsamer Lerner. Dabei ist aber der Lernerfolg nicht qualitativ besser oder schlechter. Es braucht halt einfach mehr oder weniger Zeit. Deshalb ist es wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. Und wenn die Zeit in der Schule nicht ausreicht, dann muss ein langsamerer Lerner eben dann mehr Freizeit investieren als jemand, dem das Lernen eben schneller von der Hand geht. Dann braucht
lernen unbedingt auch das Hirn. Wie nämlich der Vogel Flügel hat, um zu fliegen, haben wir das Hirn, um zu lernen. Es ist ganz wichtig, das bewusst zu machen, denn nur wenn wir unsere Konzentration auf etwas legen und das wirklich lernen wollen, auch nur dann lernen wir es. Im Folgenden möchte ich jetzt gerne die einzelnen Elemente dieses Lernraums vorstellen, werde das aber nur so ein wenig, ja, halt kurz gefasst machen, weil das sonst den Rahmen dieses Films sprengt. Und wer dieses Prezi alleine auf eigene Faust erforschen möchte, kann das sehr gerne tun. Unter diesem Link hier findet man dieses Prezi, oder das ist vielleicht ein bisschen kompliziert jetzt abzuschreiben, wenn Sie auf www.prezi.com gehen und dort auf Explore einfach mit den Suchbegriffen SOL Berufskunde, dann ist dieses Prezi auch ganz einfach auffindbar. Der gestaltete Lernraum. Bitte schließen Sie doch einen Moment die Augen und hören Sie einfach zu. Wenn Sie sich Ihr Wissen als Landschaft vorstellen, dann gibt es in dieser Landschaft Gebiete, die sind richtig gut erschlossen, weil Sie dort Gelerntes angesiedelt haben. Das Wissen ist geordnet und durch Wege verbunden. Sie wissen genau, was wo liegt, können spontan darauf zugreifen und Ihr Wissen nutzen, um erfolgreich zu handeln. Andererseits gibt es in Ihrer Wissenslandschaft noch viel unerforschtes und unerschlossenes Land. Mit SOL gehen Sie in dieser Landschaft Ihre eigenen Wege. Sie erforschen unbekanntes Land auf eigene Faust. Sie tun das zwar selber, aber nicht alleine. Bei SOL geht es darum, dass Sie von Ihren erschlossenen Gebieten ausgehen und von daher neue Wege in unbekanntes Land bauen. Mit jedem kleinen Schritt des Verstehens vereinfacht sich der nächste Schritt des Verstehens, weil Sie Ihr Wissen erweitern und daher einfacher neuen Stoff daran anknüpfen können. Lernen wird mit zunehmender Übung immer einfacher. Sie müssen nur den ersten Schritt machen und dann den zweiten, den dritten und noch einen. Immer ruhig, einen Schritt nach dem anderen, mit den Gedanken beim aktuellen Schritt. Und, kaum haben Sie es bemerkt, haben Sie sich ein neues Thema, eine neue Landschaft erschlossen. Zwar ist nicht alles in SOL völlig selbstbestimmt. Insbesondere die Inhalte, was Sie lernen, ist durch den Bildungsplan VG vorgegeben. Auch in welchem Zeitraum welche Themen drankommen, unterliegt äußeren Zwängen. Das ist mit den überfachlichen Kursen und Lehrbetrieben abgesprochen. Aber wie Sie lernen, das bestimmen Sie. Dann dürfen Sie gerne die Augen wieder öffnen. Wie so ein Präsenztag abläuft, das sehen Sie hier. In der aktuellen Klasse ist das so, dass wir jeweils montags drei Lektionen haben und am Dienstagnachmittag drei Lektionen. Die Präsenzstunden beginnen dann jeweils eben mit einem Einstieg, Organisation des Schultages. Da gestalte ich jeweils eine Wandtafel, wo die wichtigsten Infos drauf sind, welche Gespräche stattfinden, welche Räume zur Verfügung stehen. Und mit einem kurzen Lerninput, auf das komme ich gleich noch. Anschließend beginnt eigentlich das selbstorganisierte Lernen, kooperativ im gleichen Raum zur selben Zeit. Hin und wieder biete ich da auch Workshops an. Zum Beispiel in der Anatomie kann das sein, dass wir ein Herz oder eine Niere, wenn das gerade das Thema ist, dann sezieren. Da nehmen wir Schweineorgane. Dann finden Coping-Sitzungen statt. Was das ist, auf das komme ich auch noch später. Lerndossier wird bearbeitet und was mir wichtig ist, es gibt einen gemeinsamen Abschluss. Also eigentlich auch hier in dem Präsenzlernen ganz klassisch Einstieg, Arbeiten, Abschluss. Dann kommt jeweils von Mittwoch bis Sonntag eigentlich dann das Lernen unabhängig von Raum und Zeit dazu, weil alle Unterlagen auf Dropbox zur Verfügung stehen und wir auch mit den Reflexionen und so in Verbindung stehen, kann eben auch unabhängig von Raum und Zeit trotzdem gemeinsam und kooperativ gelernt werden.
Genau, diese Lerninputs, mit denen ich jeweils in einen Präsenztag starte, da habe ich schon eine Sammlung. Das können zum Beispiel einzelne Sprüche sein, über die wir dann nachdenken. Das können Filmchen sein, wie das von Willi hier, dem Schneeleoparden, oder hier. Ja, genau, das schauen wir jetzt aber nicht an. Die Geschichte vom Pinguin. Ja, und was ich dann jeweils mache, ist im Anschluss, zum Beispiel jetzt hier beim Willi, nehme ich immer so einen Flipchart und sammle dann mit der Klasse, was wir jetzt gesehen haben und ja, was wir quasi für unser Lernen davon mitnehmen können. Und eben hänge das dann nachher hier auch so ins Präsi rein, dass man das auch später noch wieder anschauen kann. Kooperatives Lernen. Ich habe hier drei Elemente. An erster Stelle die Lernpartnerschaften. Die Lernenden haben schon zu Beginn der Ausbildung Partnerschaftsannoncen geschrieben, wo sie geschrieben haben, was sie suchen, was sie anbieten. Und so haben sich Lerntandems gebildet. Jeweils zwei Lernende zusammen bilden eben so ein Lerntandem, das als erste Ansprechperson dann dient. Zweitens die Coping-Gruppen. Coping bedeutet kooperatives Probleme lösen in Gruppen. Die Idee ist, dass eigentlich jetzt bei mir zwei Lerntandems zusammen, also 4 bis 5 Lernende, eine Coping-Gruppe bilden, dann auch während dem Präsenzlernen an Tischinseln so in der Coping-Gruppe sitzen. Und das ist wie so die zweite Stufe des sich gegenseitig Unterstützens und Lernens. Einfach mit der Idee, dass mehr Lernende mehr verschiedene Ideen haben. Neu haben wir eingeführt, dass an den Coping-Sitzungen ein Lernprodukteabgleich stattfinden soll. Was das bedeutet, da komme ich dann noch dazu. Drittes Element wäre ein Präsi für Fragen und Anliegen. Wenn man jetzt also zum Beispiel zu Hause ist und eine Frage hat, könnte man da seine Frage deponieren. Ehrlich gesagt wurde das bisher noch nie genutzt. Zudem haben wir eine Facebook-Gruppe von der Klasse, eine geschlossene Gruppe, wo nur eben Mitglieder aus der Klasse dabei sind. Da wird dann schon eher mal eine Frage gepostet. Ist also eher das Medium, das funktioniert für diesen Zweck. Genau, der Semesterplan. Am besten zeige ich den gleich mal. Das ist jetzt der Semesterplan für das laufende Semester. Man sieht hier die Kalenderwochen, dann die Themen und die Prüfungen. Es ist so, dass das Prüfungen sind, die bei uns übergeordnet erstellt werden und alle 13 parallel laufenden Frageklassen schreiben eben in derselben Kalenderwoche dieselbe Prüfung. An diesen äußeren Bedingungen habe ich bisher nichts geändert, sondern habe geschaut, wie kann ich selbst organisiertes Lernen machen, also quasi in diesem bestehenden Umfeld. Es sieht jetzt so aus, hier diese jeweils farbigen Blöcke laufen so über 3 Wochen und anschließend folgt eine entsprechende Prüfung zu diesen Themen. Also was jetzt hier farbig ist, wurde in SOL unterrichtet, also eben nicht unterrichtet. Da war das Überthema Ausscheidung. Dann kam da in der Woche 14, 15, 16 kamen verschiedene andere Themen, dann die Frühlingsferien. Dann kam über 3 Wochen das Thema Verwirrtheit mit der entsprechenden Prüfung und dann nahtlos anschließend das Thema auch wieder über 3 Wochen: Anatomie, Herz, Kreislauf, Puls, Blutdruck, Hypertonie, Hypotonie und Körpertemperatur. Dann wieder mit der anschließenden Prüfung. Dann kommen wieder weitere Themen, die dann wieder klassisch unterrichtet werden durch mich. Jetzt hier sieht man diese Links. Da kann man dann auf die jeweiligen Lernziele klicken. Und die sind hier auch ganz klassisch. Und die sind im Moment auch wirklich wichtig, dass sie so beschrieben sind, weil die Lernenden die brauchen, um eben dann an der Prüfung auch
entsprechend bestehen zu können. Also die Prüfung richtet sich sehr stark nach diesen Lernzielen hier. Dann die Ressourcen. Die stehen für die Lernenden auf Dropbox zur Verfügung. Wir haben also ein gemeinsames Dropbox, einen gemeinsamen Dropbox-Ordner, VG 12e. Darin hat es verschiedene Ordner wiederum, administrative Informationen, dann die Lerndossiers der Lernenden, da komme ich dann noch dazu, und eben diese Ressourcen. Die sind nach Kompetenzbereichen geordnet. Aktuell sind wir gerade hier im Kompetenzbereich 4 tätig, Kompetenz 4.1, an den Themen eben Anatomie, Herz-Kreislauf, Pulsblutdruck und Hypertonie. Und da drin vielleicht interessant mal zum Draufschauen, also es hat dann hier PowerPoints, es hat kleine Filme, es hat Skizzen, es hat Arbeitsblätter, Repetitionsfragen, einfach alles, was mir zur Verfügung steht, was auch im regulären Unterricht verwendet werden würde, das steht auch den Lernenden in SOL zur Verfügung. Was ich dann mache, ist so eine Übersicht über die Ressourcen. In der Übersicht Ressourcen habe ich eben dann pro Teilthema die jeweiligen Ressourcen aufgelistet. Ich habe das ähnlich einem Leittext so gemacht, dass man das eigentlich von vorne nach hinten durcharbeiten kann. Also es beginnt mit einem Einstieg, Vorwissen aktivieren, dann gibt es immer so ein Advanced Organizer oder informierender Unterrichtseinstieg Video, das ich als Screencast drehe und dann auf YouTube hochlade. Meistens nutze ich dazu als Grundlage ein Prezi, auf das die Lerner dann auch zugreifen können und sich eine Kopie davon ziehen können, um das weiter zu bearbeiten. Dann hat es hier Lehrvideos drin, es hat Arbeitsblätter drin, Hinweise auf Seiten im Lehrmittel, PowerPoint-Präsentationen. Dann hier zum Abschluss verschiedene Spiele oder auch Repetitionsblätter, Übungsblätter. Zum Schluss kommt immer das Sichern des Lernerfolges, Überprüfen der Lernziele, das eben an der Coping-Sitzung stattfinden soll. Dann die Einzelbesprechungen mit mir. In regelmäßigen Abständen, so alle 2 bis 3 Schultage, findet eine Einzelbesprechung mit mir statt. Ich gehe da einfach 3 nach durch bei den Lernenden, so dass jeder dran kommt. Es wird also nicht speziell gewünscht oder so, sondern jeder kommt dran. Ich setze mich dann zu den Lernenden hin und frage mal primär, was ich für sie tun kann. Parallel dazu habe ich eine Liste auf der Wandtafel. Da steht On-Demand-Gespräche drauf. Da schreiben Sie sich dann ein, wenn Sie eben zusätzlich ein Problem haben, das Sie mit mir besprechen wollen. Dann Workshops. Wenn ich Workshops anbiete, schreiben sich die Lernenden auf einer Liste, auf einem Flipchart ein und melden sich dann so an. Ich kreiere dann anschließend einen Auftrag. Eben hier haben wir Nieren, Schweinenieren genauer angeschaut. Das war sehr spannend, zuerst von außen, was kann man alles erkennen, Harnleiter etc. Und anschließend haben wir die aufgeschnitten und noch geschaut, was innen drin ist und das auch immer wieder dann eben verglichen mit dem Lehrmittel, mit den Abbildungen dort, wie sieht das in echt aus und wie sieht das im Modell aus. Dann das Lerndossier. In der Dropbox haben eben alle Lernenden und auch ich unsere Lerndossiers. Kann ich vielleicht gerade mal meines zeigen. Ich habe das mit TiddlyWiki gemacht und da kann man jetzt eben hier der Zeitachse entlang eigentlich all meine Einträge so sehen und hier eben der neueste, da habe ich mich darüber gefreut, wie toll die Lernenden gearbeitet haben. Ja, und auch alle Lernenden führen hier die Dossiers. Das Ziel ist, dass, sagen wir einmal pro Woche, das Lerndossier nachgeführt wird. Und ich möchte damit erreichen, dass die Lernenden eben wirklich über ihr Lernen als solches nachdenken und immer wieder Erkenntnisse auch dann kriegen,
Vor allem auch eben bei den überfachlichen Kompetenzen. Was kann ich tun, wenn ich nicht motiviert bin? Was kann ich tun, wenn ich abgelenkt bin? Was mache ich, wenn ich nicht weiterkomme? Um solche Fragen geht es eigentlich primär im Lerndossier. Dann ist es mir wichtig, dass eben auch der Lernprozess quasi gewertschätzt wird. Dazu habe ich dieses Blatt kreiert und am Schluss eines SOL-Blocks haben die Lernenden dann hier eine Selbsteinschätzung gemacht. Also wer zum Beispiel die Lernprozesse von anderen behindert hat, der kriegt nur einen verbrannten Toast. Wer einfach nicht gelernt hat, aber auch niemand anderen gestört, immerhin ein schöner Toast. Wenig Beiträge zum Lernen und Lerndossier lückenhaft geführt, ein Wasserglassee. Das Lerndossier regelmäßig geführt und aktiv am Lernprozess sich beteiligt, gibt es dann schon ein Korne. Und wer dann zum Schluss auch noch eine Reflexion über den ganzen Block gemacht hat und geschaut hat, was bringt mir das für mein weiteres Leben und so, der hat sich sogar das Dessertbuffet verdient. Ja, hinter dem Ganzen steckt auch eine pädagogisch-didaktische Grundidee. Hier mein Leitspruch: Wenn Menschen meinen, es gäbe keine Lösung, dann heißt das nur, dass sie sie noch nicht sehen können. Drumherum steht die Kooperation. Und innen drin geht es dann eben um Dinge wie Freiheit, Experimentieren, Vertrauen, Wertschätzung, Kreativität, die Lern- und Entwicklungsprozesse und das Evaluieren des Ganzen. Die überfachlichen Kompetenzen, eigentlich ein Hauptgrund für das Arbeiten in diesem Lernraum, ist eben, dass diese überfachlichen Kompetenzen wirklich zum Thema werden und wir wirklich daran arbeiten können, neben dem Fachlichen. Dann das Commitment unserer Klasse ist selbstverständlich auch Teil dieses Lernraumes. Das sind unsere Klassenregeln, zu denen wir uns verpflichtet haben und die natürlich auch hier gültig sind. Und dann gibt es noch diese Gesprächsregeln, die natürlich auch in SOL gelten. Dann habe ich eben diese Checkliste erstellt zum Erarbeiten eines Themas in 9 Schritten. Das ist frei angelegt an das AVIVA-Modell von Staedeli. Und bei jedem Schritt geht es eben darum, kreativ neue Varianten zu finden oder bestehende weiterzuentwickeln. Das wäre das Experimentieren, das ich vorher angesprochen habe. Der erste Schritt, das Ankommen im Thema, sich auf das Thema einlassen, assoziieren, Gedanken schweifen lassen. Dann Vorwissen aktivieren, subjektive Theorien bewusst machen, dann persönliche Motivation und Interesse aufbauen, sehen ja, wo ist der Praxisbezug, was hat das überhaupt mit mir zu tun, persönliche Lernfragen stellen, was will ich wissen von dem Thema, dann die Lernziele anschauen, die Ressourcen erkunden. Dann das eigentliche Lernen, sich informieren, lesen, diskutieren. Dann das Vertiefen, Lernen, vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis verschieben. Hier arbeiten inzwischen einige Lernende mit Car2Brain, wo man solche Karteikärtchen eben online erstellen kann und auf dem Handy dann lernen kann. Dann das Überprüfen des Lernstandes, sich gegenseitig abfragen, den Lernprozess reflektieren im Lerndossier und ganz wichtig, zum Abschluss immer wieder Lernerfolge feiern. Stolz sein auf das, was man geleistet hat. Ja, so sieht also der gestaltete Lernraum der Klasse VG 12e aus. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen näher bringen, wie wir arbeiten. Und wie gesagt, wenn man das ein bisschen näher noch erforschen möchte, ist das hier sehr gut möglich.